meine lieben Hobbyarchäologen da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tomb Raider 1 Remastered. Wir sind immer noch im Palast des Midas und uns fehlt immer noch ein Barren für die eine Tür. Und meine Vermutung ist, dass wir quasi da hinten rüber müssen. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Aber dazu möchte ich ganz gerne hier nochmal runter, möchte das Dings mitnehmen. Genau. Auch wenn wir jetzt ein bisschen Schaden bekommen haben. Aber guck mal, das gibt ordentlich Muni und drei Gegenstände. Voll gut. Dann werden wir jetzt den Affen da unten mal von seinem Leid erlösen. Denn der Kollege nervt ein bisschen. Kamera des Todes. Nehmen wir gleich ein Medikit, so. Bringen wir ein bisschen Distanz zwischen uns beiden hier. So. Hier lag auch noch eins. Das haben wir letztes Mal auch mitgenommen. Bevor ich gestorben bin. So. Und dann... Ich glaube, hier kam auch noch ein... Affe, ich werde einfach mal die Pumpgun ausrüsten hier. Ist ein bisschen einfacher. Mal gucken, wo ist er? Da. So. Ruhe ist. Noch einer. Ja, da ist noch einer. So. Haben wir den auch erledigt? So, und wir sehen schon, hier drüben in der Feldspalte, da scheint... was zu sein. Das sieht mir aus wie ein... Was ist das? Medikit? Ja. So, jetzt müssen wir uns hier... Mal sehen, ob ich hier wieder rauskomme. Gar nicht so einfach. Oh. Jetzt bin ich runtergefallen. Das war doof. Das wollte ich nicht. Warte mal, wir laden nochmal neu. Gar kein Problem. So. Einmal hier runter. Sachen wieder einsammeln. Ich rüste jetzt auch direkt die Pumpgun aus. Haben ja 10 Schuss, das passt schon. Ach komm. So. Ruhe jetzt. So. Einmal das noch mitnehmen. Dann hier rüber. Oh. Okay. Der ist auch weg. So, hier müssen wir vorsichtig sein. Alter. So. Dann machen wir hier eine Speicherung. Nee, nicht Spielladen, sondern Speichern. Gut. Zack. Oh, warte. Zu weit. Zu weit, zu weit. So. Und runtergefallen. Die Ecke ist richtig kacke. Man kann sich da nicht bewegen. Es ist sehr eng da. So, warte. Einmal so. Ne. Ich komme nicht wieder an die Kante ran. Ich wollte mich an der Kante quasi weiter schlängeln.
Warte mal eben. So. Oh. Kamera, ey. Ja, klappt nicht. Das haben die da extra so gemacht, weil die ganz genau wissen, wie kacke das da ist. Ich lasse das mal liegen. Gehen mal hier weiter. So. Und jetzt sehen wir wieder nichts. Okay. Fledermaus. Wo ist sie? Ach, da hinten. Okay, warte mal. Nehmen wir mal eben die Pistols. Gut. Dann gehen wir so weiter. Fledermaus down. Hier ist nichts. Okay. Interessant. Oh, Kamera, ey. So. Hier bricht gleich der Boden zusammen. Und ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind. Ihr erinnert euch, da wo die Krokodile waren, unten, da sind wir geschwommen und dann kam so eine kleine Tauchpassage quasi. Und dann kamen wir da nicht weiter. Ich gehe mal davon aus. Ja, guck mal, da unten. Da waren wir vorhin. Sehr cool. So, wir rutschen runter. Zack. Mal eben schauen. Hier ist nichts. Okay. Nanü. Oh. Da brauchen wir die Schrotflinte. Alles klar. Merken wir uns. Deswegen liegt hier wahrscheinlich auch das Medipack. Gut, dann machen wir direkt Pumpkin. So, und so wie ich das hier gemacht habe mit dieser Rolle, ne? So wollte ich das eben bei dem anderen Medipack machen, aber das ging da nicht. Zu eng. Aber ich glaube, das ist auch bei der modernen Steuerung leider so. So. Vieh ist müde. Da auch wieder. Bisschen zickig. Ah, guck mal, wo wir sind. Das ist ja lustig.
Oh, ist das übel. Das hätte ich mir besser gewünscht. Das ist gerade so, wenn du so enge Stellen hast, kannst du mit der Kamera nicht viel anfangen. Warte mal eben. So. Ja. Das war klar, dass mir das jetzt passiert. Gut, laden wir nochmal neu, kein Problem. So, wieder Pumpgun. So, den Affen lassen wir in Ruhe. Der soll da ruhig rumäumeln. So. Dann machen wir hier eine Speicherung für den Fall, dass ich gleich runterfalle. Jo. Hat geklappt. Gut, dann einmal hier runter. An dem Krokodok vorbei. Zack. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt sind. Oh. Wieder runtergefallen. Och nee. Gut, alles klar. Da habe ich jetzt nicht mehr wirklich großen Widerstand geleistet. So. Gut. Tauchen wir vorbei. Dann hier wieder hoch. So, Fledermäuse. Pistol. So. Wunderbar. Und was haben wir hier? Yay, den Barren. Klasse. Ich bin begeistert. So, und unten erwarten uns jetzt wieder Tierchen, ne? Haben wir ja eben schon gesehen. Aber treffen tue ich die schon. Ja, doch. Guck mal, der ist schon mal weg. Gut, dann Medikit rein. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nochmal speichern. Aber ich freue mich gerade, dass wir den letzten Barren jetzt haben. So. Oh. Ah, ein bisschen Energie verloren, aber. Passt schon. Hier mal weiter. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das hier war.
Ne, hier war der Schalter. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt zurück in den einen Raum, wo die Barren reinkamen. Wollen wir doch mal gucken, ob wir die finden. Ja, hier waren wir gerade, da oben. Sehr gut. Hier ist der Raum. Ich glaube hier lang. Mal eben gucken. Jo. Hier sind wir doch richtig. Perfekt. So, und dann war das hier hinten die Tür. Muss ich nochmal eben gucken. Okay. Dann nehmen wir hier die Abkürzung, die wir freigeschaltet haben. Zack, zack, zack. Einmal die Treppe hier hoch. Huch. So, und dann waren das die auf jeden Fall nicht. Die müssen wir wieder hoch machen. Und dann den. Und den hinteren, ne? Jo, Türchen ist auf. Sehr gut. Gehen wir rein. So, einmal hier hoch. Und hier ist unser Räumchen. Zack. Bleib an Rin. No. No? Wieso no? No. No. Hä? Okay. Das verstehe ich nicht ganz. Brauchen wir doch Goldbahn? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Kann ich hier irgendwie was machen? Nein. Okay. Jetzt haben wir die Dinger. Aber wir wissen nicht, was wir damit machen müssen. Das ist ja auch geil. Okay, warte mal. Müssen wir die vielleicht irgendwo reinlegen? In irgendwas, wo wir dann quasi umtauschen? Könnte ja sein, oder? Wir gehen mal hier lang. Guck mal, jetzt sind wir hier unten. Und hier liegt noch was. Sehr gut. Munition. Dann nehmen wir die gerne mit. So. Okay. Hier nochmal gucken. Also man hört hier auf jeden Fall Feuer.
Ich weiß nicht, ob das da draußen bei euch im YouTube zu hören ist. Wobei, Blei ist ja ein relativ weiches Metall, ne? Vielleicht können wir das ja einschmelzen. Das wäre so noch eine Vermutung, die ich habe. Komme ich hier hoch? Na? Lara? Baby? Nee, kommen wir nicht. Schade. Gut, dann bleibt uns nur der eine Weg. Wir gehen mal wieder zurück. Mal eben gucken. Vielleicht haben wir auch was übersehen. Einfach mal gucken. So, hier fing alles an, ne? Ja. Hier war das. Gehen wir nochmal hier lang. Ah, der Garten. Ja. Ich erinnere mich. Stimmt. Das wurde aber auch Zeit. Sonnenuhr. Stimmt. Voll cool. Die Tür war nämlich, als wir schon mal hier waren, war die, glaube ich, zu. Okay. Dann lass uns mal hier hoch. Zack. Ich würde gerne das Medikit mitnehmen, aber Kamera sagt nein. So, jetzt. Super. Dann hier geht's hier weiter. Midas, sehr schön. Direkt speichern, weil die Musik ist schon wieder so ein bisschen bedrohlich. Käsefuß. Ah, ja. Ja, guck mal, jetzt machen wir aus Blei Gold. Sieht irgendwie komisch aus, aber gut. Ne? Lara weiß, was sie tut. Sehr schön. Gucken wir uns den Käsefuß mal an, wollte ich gerade sagen, aber geht nicht. Kommen wir nicht rauf. Aber an den Garten habe ich gar nicht mehr gedacht. Ne? Das war so wieder so einfach mal vergessen. Voll lustig. Aber es ist cool gemacht. Oder? Hat was. Aber schön. Dann wollen wir mal die Goldbarren zurückbringen. Gehen wir hier mal raus. Hier liegt nichts mehr rum, ne? Ne. Super duper. Dann gehen wir wieder hier lang. Treppe hoch, glaube ich. Und
dann wieder in den Raum. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt wieder Gegner kommen. Aber wir warten mal ab. Nee, keine Gegner. Auch okay. Sage ich nicht nein. Zack. So, jetzt aber. Ja. Passt. Wackelt und hat Luft. Zack. Sehr schön. Und den letzten hauen wir auch noch rein. Und da geht die Tür auf, Freunde. Yippie! Der Palast des Midas. Level abgeschlossen. Benötigte Zeit 1 Stunde 4 Minuten 27. Gefundene Geheimnisse leider nur 2 von 3. Schade. Fundstücke 18 von 23. Kills 42. Munition verbraucht 1007. Davon Treffer 785. Medipacks benutzt. Wieder 1,5. Zurückgelegte Strecke 7,04 Kilometer. Super. Das war mit Abstand jetzt so das nervigste Level, würde ich mal sagen, was wir hatten. Aber gut. Ratten. So, hier müssen wir was rausziehen. Das machen wir mal. So, schieben wir beiseite, wenn es geht. Ja. Funktioniert. Okay. Aha. Alles klar. Gut. Dann müssen wir den Kasten durchziehen. Den Quader. Das machen wir. Ziehen wir den hier rüber. Schwerstarbeit, ne? Guckt euch die zierliche Lara an und die hier so riesen Betonblöcke durch die Katakomben ziehen. Aber gut, ich hätte ihn auch gleich durchschieben können, ne? Habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, aber ja. Passt schon. So. Schieben wir den hier rüber. Obwohl, warte mal. Kann ich hier drauf laufen? Ja. Okay. Gott sei Dank. Ich kann den nicht ziehen? Was? Wieso kann ich den nicht ziehen? Das ist ja lustig. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Warte mal. So. Und den jetzt hier rüber. Ja, jetzt geht's. Okidoki. So, einmal hoch. Einmal betätigen. So. Ah! Wenn du so eine Ratten im Keller hast, ne? Würde ich ausziehen. Eieiei. Guck mal, Medikit. Das ist aber nett. Mal eben gucken. Ist hier noch irgendwie was?
Gut, dann müssen wir hier wohl runter. Okay. Oh, sieht das geil aus, Freunde. Guckt euch das an. Genau mein Ding. Richtig schön. Irgendwie. Und diese Musik wieder, ne? Oh. Ein Traum. Muss die aber leider mal eben kurz unterbrechen, denn ich möchte hier einmal eben speichern. So, was haben wir hier? Schlüssel. Hier hinten ist nichts. Nee. Da brauchen wir auch einen Schlüssel. Okay. Nein! Aua. Da ist ein Schlüssel schon mal drin, okay. Interessant. Oh, Koko. Da habe ich nicht gesehen. Sterbt. So, eins ist weg. Ja. Ich glaube, das war richtig. So, dann gucken wir uns mal eben um, ob hier vielleicht was liegt. Okay, hier ist schon mal so ein Ding zum Tauchen. Secret? Ja. Okay. Wieso komme ich hier nicht raus? Koko lebt ja doch noch. Ich habe mich schon gewundert, was das für ein komischer Schatten ist. Na warte. So. Jetzt aber. Gehen wir mal hier durch. Können links. Okay. Dann gehen wir links. Aha. Guck mal, jetzt sind wir hier hinter dem Schlüssel. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Schalter finden, ne? Der da oben irgendwie hängt. Okay, ich glaube, da müssen wir irgendwas mit Wasser machen. Oder? Das sind, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Ne. Gut. Hauen wir wieder ab, oder? Oder war hier noch was? Warte mal kurz. Einmal eben schauen. Nicht, dass ich jetzt abhaue und war schon richtig, weißt du? Ne, hier komme ich gar nicht hoch. Ne, das ist irgendwie mit Wasser. Wasserrätsel. Das wird dann wahrscheinlich ein Schalter sein, den wir umlegen müssen. Ne? Dann kommt das Wasser hoch. Dann können wir da weitertauchen. Gut. Das ist ja auch cool gemacht hier. Juhu! Gut, dann gehen wir hier mal rein, oder? Ach nee, geht,
geht wahrscheinlich nicht, ne? Zu steil wahrscheinlich. Ja. Gut, dann nicht. So. Oh. Da oben ist so eine Art Balkon. Aha. Okay, da liegt Muni. Die Frage ist, ob ich die jetzt brauche. Guck mal, da wartet schon wieder eine Ratte auf uns. Die ich nicht treffe. Warte mal, ich muss da näher ran. So, besser. Hä? Was war das? Ach, da liegt ein Schlüssel. Den habe ich nicht gesehen. Krass. So. Okay, da haben wir schon mal den ersten. So. Jetzt ist die Frage, wo da reinpasst, ne? Ja, da zum Beispiel nicht. Dann gehen wir wieder hoch, ist ja kein Problem, ist ja nicht weit weg. So. Aber rein von der Optik her gefällt mir das Level besser. Ich weiß nicht warum. So, zack. Wie sieht's denn bei euch aus? Mögt ihr so eher diese etwas sandigeren Gegenden in Tomb Raider oder mögt ihr es lieber so, ja, mit mehr Grün? So, guck mal. Zack. Gut, ich mache hier mal eben noch eine Speicherung. So. Zisterne ist das, okay. Alles klar. Gab es aber im zweiten Teil auch Zisterne, ne? Das sagt mir was. Oder ich verwechsel das gerade. Könnte auch sein. Aber Schlüssel passt. Da bin ich sehr zufrieden. Gut, meine lieben Freunde. Dann machen wir die Killeraffen noch eben weg hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's hier weiter. Mit Onkel Maddie und der lieben Lara. Aber natürlich nur, wenn ihr mögt. Ich bedanke mich, aber das wisst ihr ja, wie immer, fürs Einschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Selberzocken. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö. Mit Ö.